Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und herzlich willkommen zu einem Blick in die Märkte heute mit dem britischen Pfund, japanischen Yen. Wir schauen in Australdollar, US-Dollar und Euro, dänische Krone. Das in den Handelsideen. Und später dann ab circa 8.45 Uhr habe ich heute als Special Guest den Dirk Hilger, Mr. Stereo Trader. Der zeigt uns heute hier eine einen Einblick in seine Handelsstrategie, wie er an den Märkten arbeitet, macht das heute ein bisschen mit dem DAX und zeigt, wie er das ganze dann hier entsprechend mit dem Stereo Trader auch umsetzt. Das alles können Sie dann selbst auch direkt nachmachen hier bei uns bei Tickmill. Heute ist wieder volles Haus, da freue ich mich auch allen hier an dieser Stelle einen schönen Guten Morgen, Lutz, Bernd, wunderbar, alles hier, Hans, Elena. Die Namen kriege ich gar nicht jetzt alle so schnell im Überblick. Vielen Dank für die Zeit heute Morgen. Bevor wir in das Webinar reingehen, wie immer, der obligatorische Risikohinweis, den bitte ich hier auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das heißt hier, es ist nicht für jeden Anleger geeignet und was wir hier besprechen, sind Informationen und in keinster Art und Weise Aufforderung zum Handel. Weiter geht's mit der klassischen Marktvorbereitung und da schauen wir natürlich einmal auf die Tagesnachrichten für heute. Wir haben heute Nacht schon die Industrieproduktion bekommen. Die Daten hole ich gleich auch nochmal mit drauf, dass wir hier auch über aktuelle Werte sprechen. Die haben wir ja schon da. Das ist ja heutzutage auch überhaupt kein Problem, diese Daten zu bekommen. Die Industrieproduktion, hier haben wir sie aus China für heute. Jetzt muss ich nur noch die Daten mal aktualisieren und dann. Kann ich gleich auch sagen, wie sie ausgefallen sind. So, Zumindest hoffe ich, dass, dass ich sie angezeigt bekomme. So, da haben wir es gehabt. Die Daten aus China. Was ist da? Die Industrieproduktion, die kam um 4 Uhr. Nein, ich habe keine Daten bekommen. Sorry, ich sehe gerade hier keine Daten für die Live-Sachen aus China. Von der Seite her machen wir einfach mit dem weiter, was vorher, nein, danach noch kommt. Und da haben wir wie immer freitags ein paar Werte aus den USA. Um 14.30 Uhr gibt es die Einzelhandelsumsätze ähm, und dann spricht um 14.55 Uhr in England noch der Bank of England Governor Carney das also wichtige Sachen, die wir hier heute im Laufe des Tages bekommen. Die Uni Michigan gibt uns heute Nachmittag um 16 Uhr noch Einblicke in die Konsumentenerwartung und das Verbrauchervertrauen und am Abend dann wie immer die COT-Reports. Zum Thema COT-Reports übrigens, da fahre ich heute auch nach Frankfurt, treffe mich mit einem Spezialisten für das COT. Vielleicht gibt es dann hier bei uns in Kürze auch mal ein schönes Webinar genau zu diesem Thema. Das also die Tagesnachrichten für heute. Und dann gehen wir gleich, weil wir nachher noch dem Dirk ein wenig mehr Zeit zum Freitag geben wollen natürlich noch wie jede Woche Freitag in die Wochen Vorschau. Das heißt, was wartet denn an wichtigen Nachrichten in der kommenden Woche? Ganz klar, ganz, ganz wichtig, nächste Woche Mittwoch, aber da kommen wir gleich dazu. Am Montag gibt es nur die Anhörung zum Inflationsbericht aus Großbritannien, aber wir wissen es alle, die Inflation ist sehr, sehr wichtig für eine Wirtschaft. Deswegen hat dieser Event auch den Charakter hier von drei dieser Bullenköpfen. Am Dienstag da geht es weiter mit wichtigen Daten hier bei uns aus Deutschland. Wir bekommen die ZEW-Konjunkturerwartungen. Wir sehen es auch hier, die Prognose im Vergleich zum vorigen Monat steht bei minus 9,7. Also da erwartet der Markt schon was deutlich Negatives. Um 11 Uhr gibt es dann das oder den Verbraucherpreisindex in der EU. Das ist ja so das Sorgenkind auch der EZB. An dieser Stelle heißt also hier. Müssen wir darauf achten, wie die Inflation sich entwickelt und dann auch zu sehen, was die EZB daraus macht. Um 14.30 Uhr gibt es dann die Baugenehmigung für den Monat Mai aus den USA. Und dann. Kommt der Mittwoch. Mittwoch morgens wieder. Daten aus Großbritannien. Hier auch der Verbraucherpreisindex wieder. Thema Inflation, wie am Montag auch schon. Um 16.30 Uhr bekommen wir dann wie jede Woche die aktuellen Rohöl-Lagerbestände. Öl ist ja gerade sehr, sehr, sehr volatil. Wir haben hier Rückgänge von Lagerbeständen. Äh, beziehungsweise Zunahmen von Lagerbeständen, aber auf der anderen Seite auch diesen, diesen, diesen Herd, äh, diesen Kriegsherd momentan oder diese großen Unruhen, die den Ölpreis auch belasten, massiv belasten, wenn die Schifffahrtroute äh, dort durch die entsprechenden Ecken nicht mehr gelaufen kann. Da gibt es dann Engpässe, das ist dann wieder schlecht. Also all das ist ein Gemisch, was hohe Volatilität verspricht. Weiter geht's dann am Mittwoch. Und das ist das, worauf die Märkte wirklich, wirklich warten. Da ist FOMC-Zeit. Die Fed wird den Zinsentscheid geben und eine Pressekonferenz halten. Und das ist extrem wichtig. Das hat eine sehr, sehr hohe Marktwichtigkeit, einfach aufgrund der Tatsache, dass der Markt aktuell antizipiert. Dass es Zinssenkungen in diesem Jahr geben wird, weil die letzten Arbeitsmarktdaten nicht so berauschend gewesen sind. Das wird sehr, sehr, sehr spannend. Weiter geht es dann am Donnerstag. Hier wieder Großbritannien zuerst da, die Einzelhandelsumsätze um 10.30 Uhr. Dann kriegen wir den Zinsentscheid von der Bank of England. Und am Nachmittag bekommen wir dann aus den USA den Philiphat-Herstellungsindex. Und Freitag, Freitag gibt es dann den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Hier bei uns in Deutschland ein sehr, sehr wichtiger Wert und aus den USA die Verkäufe bestehender Häuser. Das also der Blick in die Wochenvorschau und damit wechseln wir jetzt gleich in die Charts hinein mit den aktuellen Handelsideen. Ich möchte mich hier ein bisschen entschuldigen. Manche Sachen oder die eine Sache hier ist noch nicht fertig vorbereitet. Da muss ich einfach mal ähm, ja, die Schuld auf die Technik schieben. Ich bin hier vorhin noch mal rausgegangen und als ich das Programm wieder geöffnet habe, sind meine ganzen Marker rausgeflogen. Von der Seite her machen wir es jetzt einfach mal live, wie ich die Charts auch immer anschaue. Hier hier beispielsweise der Chart von Euro Dänische Krone. Den habe ich reingenommen, weil ich immer wieder ähm, ja, Zuschauerinnen und Zuschauer habe, die gerne auch Range Trading machen. Und hier sehen wir, wenn wir uns diesen Chart mal anschauen, auf der einen Seite, es ist ein Markt, der über sehr, sehr lange Zeit mittlerweile schön nach oben gelaufen ist. Also wir sehen es hier, wie am Schnürchen gezogen steigt der Markt hier mit an. Aber wir haben seit einigen Wochen hier eine weite, weite Range. Und das ist dann in diesem Sinne wieder interessant für diejenigen, die sowas gern zum Trade nutzen, weil die Trading Range hat ja eine Oberseite und eine Unterseite. Das heißt hier oben die Oberseite, hoppala, ich nehme mal das Grüne, den Support nach unten. Ähm, und dann auf der anderen Seite hier selbstredend logischerweise die obere Begrenzung. Und das ist hier an dieser Stelle jetzt das Wichtige, weil wir innerhalb dieser Range zum einen traden können und zum anderen haben wir natürlich die Möglichkeit, zu schauen, was passiert denn, wenn die Range gebrochen wird. Ne? Übergeordnet haben wir ja noch diese Aufwärtsdynamik da. Das heißt, wenn wir hier nicht nur zwischen der Range, ich mache mal noch kurz die Bezeichnung drauf, also hier oben haben wir ungefähr die, Uh, was haben wir? 7469 in diesem Bereich hier oben drinnen und unten machen wir es auch noch dran hier am Supportbereich hier leicht bei 74656 in diesem Dreh rum. Also hier ist die Unterseite und da ist es ja sehr immer sehr, sehr interessant, von unten Richtung Hoch oder von oben Richtung runter zu traden. Also dass das, das In-Range Trading, da ist schon ein bisschen Geld, was verdient werden kann. Aber, und das ist interessant. Kommt Stärke tatsächlich rein und der Markt schafft es mal, oben drüber zu laufen, dann haben wir hier oben so ein schönes Heiligen, so ein Spike. High. Das ist interessant. Das wäre dann natürlich ein schöner Anlaufpunkt, wenn wir hier oben reingehen können für das kurzfristige Trading, wenn es dann oben rangeht. Hier das Hoch dieser Kerze Hammer um die Marke von 7,47224, wie es hier oben klemmt. Das wäre die eine Geschichte. Die zweite. Auch interessant, sollte es zum Bruch durch die Unterseite kommen. Das ist dann natürlich eine feine Geschichte. Warum? Weil wir dann hier unten die nächsten Anlaufpunkte haben. Das heißt, wir haben hier zwei schöne Support-Levels in diesem Rahmen liegen. Einmal hier. Und einmal hier unten, ich ziehe es nur kurz mit runter, diese beiden Bereiche, die haben wir da. Die stehen als relativ äh, gut sichtbare Support-Level auch im Raum. Und das wären dann schöne Anlaufmarken, wenn wir den Markt hier nach unten sehen. Das heißt, wenn der Markt hier unten drunter durchläuft, haben wir dann die nächsten Level schon da um die 7,463, beziehungsweise hier unten das nächste hier, wo wir schon ein paar Mal abgeprallt sind, um die 7,46. 231. Also hier die Euro, der Euro-Dänische Krone. Gehen wir weiter in die anderen Charts rein. Wir starten jetzt mit oder machen weiter mit dem Wert. Austral-Dollar, US-Dollar, interessant was hier passiert, hier oben schön aus der gut gelaufenen Korrektur das Umkehrsignal bekommen, hier das war die Umkehrsignallage, hier oben haben wir das Top und jetzt sind wir hier in einem schönen Bereich reingelaufen, wo wir möglicherweise jetzt die Entscheidung bekommen, dass der Markt hier weiter nach unten läuft, warum? Schaut es euch an, das ist ein Supportbereich. Hier scheint der Markt nicht anzuhalten. Das heißt, wenn er die Marke von 0,69 nach unten durchbricht, haben wir gute Chancen, erstmal hier in Richtung Trendtief zu laufen. Das haben wir bei 0,68,646 liegen und dann hier unten. Das Spike-Low vom Januar, eines der Währungen, wo das gut mit drinnen ist, das wäre dann der nächste Anlaufpunkt, wenn sich das Ganze schön nach unten mit fortsetzt. Ja? Kommt es zum Abprall, müssen wir schauen, was haben wir an Marken oben liegen, könnte natürlich hier in diesem Sinne auch nochmal einen Rückschub geben. Dann sind natürlich ein paar Tageshochs interessant, das sind dann in aller Regel auch Rückläufe im Stundentrend, den wir hier sehen und da haben wir hier die Marken. Tageshoch von gestern um die 069380, beziehungsweise hier oben die 069633. Das sind die Werte, die wir hier oben haben. Ausdehnung bis hier um die 0702, auch kein Problem. Aber wir müssen erstmal schauen. Aktuell sieht der Markt eher schwach aus. Das sieht man auch, wenn man sich die Stunde anschaut. Wir haben hier schön den Trendlauf nach unten in der Stunde. Hier sehen wir. Wie schön das Ganze nach unten schwingt. Und solange wie wir da keine Entwarnung bekommen, ist der Abwärtstrend intakt und wir sehen eher den Lauf nach unten. Ja? Hier stellt sich hier die Frage, wo kommt Entwarnung? Entwarnung kommt dann. Wenn wir hier über diesen Widerstand drüber laufen, dann ist der Stundentrend gebrochen. Und dann haben wir eine Chance, dass wir möglicherweise ein bisschen was an Rebound bekommen. Und da haben wir hier die Hochs, die wir sehen im Markt. Das sind dann entsprechende Anlauflevel. Also wichtig hier an dieser Stelle, was passiert hier an diesem Hoch um die Marke von 0,69175. Das wird der Markt dann zeigen. Geht es hier nicht drüber, dann haben wir schön... Korrektur aus der Stunde und das kann man dann hervorragend aus den fünf Minuten in die kleine, also aus der kleinen Zeit, in die Stunde traden. Dann haben wir sozusagen die fünf Minuten in die Stunde und der Stundentrend läuft in den Trend des Tages. Alles wirklich perfekt. So muss das im Trading mit sein. Das zum Austral-Dollar, US-Dollar und dann blicken wir gleich noch in den dritten Wert. Auf der Währungsseite für heute und zwar ist das britischer Pfund japanischer Yen. Hier auch das Spike-Low aus dem Januar natürlich zu sehen. Die Währung hat es damit getroffen und wir können hier das Ganze nach unten traden. Heißt also hier die Korrektur, jetzt läuft der Markt runter. Was hier interessant war ist, wir haben das in der Stunde gesehen, hier oben. Diese Range zwischen 138,3, 45 und 137,4 in diesem Drehrum, das war der Seitwärtslauf der Stunde. Und hier kam es gestern zum Bruch nach unten und der sucht jetzt seine Bestätigung und das Ganze, wenn es bestätigt wird, haben wir dann schön als Weiterlauf. Und das ist jetzt hier an dieser Stelle sehr, sehr interessant. Was macht das interessant? Wir haben hier nur eine flache Korrektur gesehen und wir wissen es, wenn wir flache Korrekturen haben, haben wir eine gute Chance, dass danach noch einiges an Bewegungskraft auch da ist. Das heißt, läuft der Markt erstmal hier drunter, bestätigt dieses Signal von gestern, diesen Ausbruch aus dieser seitwärts laufenden Range. Haben wir hier als nächste Marke die 136,56? Das ist das aktuelle Trendtief liegen. Und danach ist der Weg wirklich frei in das, Tages-, in das Jahrestief hier, in das Spike-Low. Das haben wir liegen bei. 132.091. Das kann man wirklich sehr, sehr, sehr schön nutzen, um hier runter zu traden. Das Ganze hier nach unten, nach oben haben wir auch noch ein paar Marker, die spielen momentan aber nicht wirklich eine Rolle, weil das Setup eher auf die Unterseite gerichtet ist. Und das Ganze können wir hier auch noch mal schön in die Stunde uns hineinzoomen. Mache ich mal etwas kleiner, dass wir mehr sehen können. Und hier, das ist das, was ich gemeint habe. Das war dieser Seitwärtslauf. Ich passe das mal noch ein kleines bisschen an hier. Die Marker hier, das war die Unterseite. Hier oben haben wir die Oberseite gehabt. Das war sozusagen dieses Hin und Her, was wir eine ganze Weile gesehen haben. Und jetzt kam es wirklich zum Bruch nach unten. Und wir sehen es auch hier. Der Markt, der nimmt den Trend auch auf. Ich zeichne den mal ganz kurz ein. Also, er hat natürlich innerhalb der Range begonnen, den entsprechenden Abwärtstrend auch zu zeichnen. Hier an dieser Stelle, hier gab es nochmal einen kleinen Rücksetzer innerhalb dieses Außenstabes. Und dann ging es wirklich richtig schön nach unten. Dann hier die Korrektur und jetzt sind wir schon wieder dabei, das Ganze nach unten fortzusetzen und das ist halt das, was ich meine. Da bestätigt uns der Markt, dass der Abgabedruck vorhanden bleibt. Wir sehen genau dieses Bild, dass die Käufer eher oder die Verkäufer eher aktiv sind und die Käufer sich zurückhalten und das wäre das ganze interessante Bild hier und das, wie schon gesagt, aus einer flachen Korrektur heraus. Da ist da noch in der Regel genügend Kapital da oder genügend Kraft da, dass sich so eine Bewegung auch deutlich nach unten noch fortsetzen kann und da kommt es dann natürlich darauf an, was zeigt der Chart und da wird dann der Tageschart wirklich sehr, sehr interessant. Das ist hier viel Potenzial, was wir zur Unterseite noch mit haben. Also das zu den aktuellen Handelsideen. Jetzt schaue ich mal ganz kurz in die Frage rein. Und das Ganze uns mit anschauen. <laughs> ich sehe, man hört irgendwie Vögel oder komische Hintergrundgeräusche. Ich weiß nicht genau, ob es bei mir sind. Hier sind alle Fenster zu. Ähm, wenn die Vögel da sind, ja gut, die können wir nun mal nicht wegschicken. Ähm, in den Keller wollen wir auch nicht gehen. Ich hoffe, es stört nicht zu doll. Gut, ähm, noch eine Frage. Was heißt bei dir drüber laufen? Stundenschluss. <laughs> Gute Frage. Also, wenn ich mir hier die Trends mit anschaue, an sich, Generell Handelssignale mache ich immer so. Ich brauche natürlich die Signalbestätigung, wenn die Kerze abgeschlossen ist. Das heißt hier an dieser Stelle, wenn wir, ich zoome mal ganz kurz hier rein, wenn wir hier beispielsweise ein Umkehrsignal finden und hier beispielsweise ähm, im japanischen Yen, also britischen Pfund japanischen Yen, das Ganze uns mal näher anschauen, ähm, dann sind wir sozusagen hier unten durchgelaufen. So und wenn ich jetzt beispielsweise das Handelssignal auf Tagesbasis bekomme, und mir dann den Stundentrend anschaue, also so wie wir das hier haben in dieser Währung beispielsweise, ähm, dann heißt das jetzt für mich nicht, wenn das Signal auf Tagesbasis kommt, dass ich die Signallage auf der Stunde nochmal brauche. Nein, das heißt es nicht. Wenn ein Signal auf Tagesbasis kommt, dann ist das gültig, wenn der Tag vorbei ist. So, und wenn die Stunde die darunterliegende Zeiteinheit ist, dann brauche ich die Trendfortsetzung in der Stunde. Das heißt an dieser Stelle, ich warte da nicht, bis die Kerze, die den Trend fortgesetzt hat, geschlossen hat, sondern ich gehe dann rein, wenn sich der Trend entsprechend fortsetzt. Also hier in diesem Bereich wäre es dann sozusagen so, wenn wir hier unten drunter durchlaufen würden, das wäre dann das Verkaufssignal und dann ging es weiter nach unten. Das heißt die Signallage auf der Stunde. Ist da, wenn der Tag abgeschlossen ist, wenn das Ganze dann in der Stunde bestätigt wird, dann gehe ich in den Trendfortlauf schön nach unten rein. Da warte ich nicht, bis die Stundenkerze geschlossen hat, sondern der Markt läuft ja unten drunter. Gut, das passt soweit. Gut, dann würde ich sagen, ähm, ich schaue mal noch auf Facebook rein, ob wir hier noch ein paar Fragen haben zu den ein oder anderen Wunschmarkt. Das passt also hier an dieser Stelle. Fragen jetzt keine, dann mache ich das so wie jede Woche Freitag. Ich mache jetzt hier für die Leute, die auf Facebook zuschauen, einen ganz, ganz kurzen Break, weil ich weiß, immer wieder sind die Leute da, die sagen, wir wollen zwar das Video äh, mit der Marktvorschau sehen, aber wir wollen das zweite Video auch von vornherein als separates Video haben. Das heißt, an dieser Stelle, Facebook, bitte dranbleiben, go to Webinar, da passiert jetzt nichts. Ich mache den Break an dieser Stelle nur im Facebook. Ich bin in spätestens zwei Minuten wieder live auf Facebook und dann haben wir auch direkt den dirk mit da, kleinen augenblick bitte.